Ja, da habe ich Sollen das wir das Klingen gehört. aufnehmen? Ja, ich nehme auf. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Age of the Ring. Wir spielen wieder mit dem Ole aus dem Discord. Mit einem Random quasi, so halb Random. Ist das unsere Community? Feiner Kerl. Aber diesmal ist er in meinem Team und wir versuchen den Joni und den Philipp kaputt zu machen. Und wir haben auch nicht Random Völker gewählt. Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist an manchen Stellen, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich glaube, wenn der Odin Waldlandreich Main ist. Oh, ja, weißt du auch nie genau, was er. Oh, ja, aber nicht. Ach, ganz ehrlich, ich geh mal jetzt einen anderen Weg bei den Fähigkeiten. Ah, nee, warte mal, wie war denn das nochmal? Oh, ich hab so lange kein Gondor mehr gespielt, weil ich eine Zeit lang das voll gesuchtet hab und dann mal andere Fraktionen spielen wollte. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie das war. Joni, wir hätten auch Doppelzwerge spielen können und hätten mir schön den 10er-Buff ausnutzen können. Ja, weil der stackt sich. Uff, ja, genau. Ja, wäre immer schlau gewesen. Nee, aber machen wir nächstes Mal. Sehr ist ja langweilig. Ach, das ist halt. Ja, das ist mir nur gerade eingefallen, als ich gesehen habe. Deshalb. Aber wäre halt lustig gewesen. Jonas ist über mir, Philipp. Genau, der ist links. Über dir ist der Ole. Oh, warte mal, das ist bei diesem. Seit diesem neuen Patch. Wo auch Gondor so eine richtig geile Zitadelle bekommen hat, muss ich ja wirklich mal sagen. Haben die auch, glaube ich, eine neue Fähigkeit in der Z-Feste gewonnen, oder? Hatten wir doch schon mal beredet, oder? Tatsächlich habe ich die seitdem nicht mehr so richtig gespielt. Also es war schon ein Tick länger her. Ich glaube, wir haben auch schon drüber geredet. Also da war auf jeden Fall mal was gewesen. Ja, weil die können ja einfach für 1500, das ist halt schon viel, können die so eine Fähigkeit freischalten, dass die eine Einheiten rufen können. Das könnte tatsächlich an manchen Stellen ganz cool sein. Los an die Arbeit. Das ist jetzt nicht perfekt. Also Juni, in der Mitte gibt's was zum Einnehmen. So gucken, dass Jonas sich das nicht snackt. Einfach kaputt machen. Oder so, genau. Ich muss wieder schauen, dass wir das machen. Ja. Spielt Jonas jetzt Rohan? Nee, Gondor. Nee, er spielt Gondor. Aber trotzdem, ist cool, dass er keinen Vorposten errichtet. Ja, Rohan habe ich mich jetzt nicht gegen euch getraut, dazu seid ihr so gut geworden. Rohan ist echt nice im Late Game. Bist du halt brutal aufgestellt mit den Ressourcen. Ach, ja. Du bist krass viele Ressourcen. Halt rund, das stimmt. Ja, das ist tatsächlich ein Vorteil. Ich dachte jetzt, du sagst jetzt irgendwie einfach. Machen wir jetzt mit Gasthaus, ne? Habt ihr gerade gesagt? Ja, dann snack ich mir das doch mal, oder? Ja, ja. War ja okay. Junge, das ist ja ein verdammter Höhlentroll, ey. Ja. Ja, Jonas, Einheiten auch defensiv gestellt und du stirbst durch ein. Ja, ich hab dich hingeguckt, ehrlich gesagt. Und jetzt kommt der Troll. Ja, überall Höhlentrolle, ich kacke ab. Ja, links und rechts. Oh fuck, da ist er. Oh shit, den hab ich auch nicht gesehen. Oh, da verliere ich ihn gehört. Alter. Alter. Da habe ich nicht aufgepasst. Da war ich zu sehr abgelenkt vom Joni. Zu sehr abgelenkt vom Joni. Warum bleibt der stehen, ihr Maden? Oh, ich kack ab. So, der Höhlentroll macht mich hier allein schon. Philipp, du musst ein bisschen performen, ne? Ich komm hier nicht durch, Alter. Ich komme hier nicht durch. Philipp, im PvP-Spiel, verliert gegen PvE-Gegner. Level 1. Meine einen Speerträger schaffen das, glaube ich, gar nicht gegen den. Sind Speerträger, der Bogenschützen ist mir voll. Voll AFK. Jetzt! Ja, bitte, bitte, jetzt! Alter, das schaffen die niemals. What the fuck? What the fuck? Die werden nie mehr aufgemischt von dem. Oh. Oh Gott, jetzt verschwende ich hier so viel Zeit auf diesen verfickten Troll, Alter. Jonas. Ja. Ah, sorry. Ich vergesse manchmal, dass wir on stream sind. Immer so neu in diesem Game. Man merkt's, ja. Och, komm ey. Was los, Joni? Schaffst du selbst dann. Find ich nicht. Ja, wie ist jetzt? Hast du da den Höhlentor gegönnt? Und dann kommt der Ole. Ja. Ole absnacken gilt nicht. Kannst du schon mal merken. Ist nicht erlaubt. Ist nicht angenehm.
Snacken ist nicht okay. Oh, hier gibt es ja noch einen Buff drauf, Ole. Das hier, so. Ah, jetzt, Ole, wegrennen gilt auch nicht. Ja, und das hängst auch am Höhlentroll. Jeder hängt ja am Höhlentroll, hä? So wie es gerade ja anhört, ey. Ich hab tatsächlich ein bisschen länger daran gehangen. Das dauert nicht lange. Stand ready, man. Alter, mit den Zwergen kannst du nicht wegrennen, ey. Mies. Ohne Zwergen. Nee, du kannst hinter Zwergen stehen. Ja, daher, ja, das ist. Das stimmt. Das denke ich gerade. Tut weh. Joa, angenehm ist es nicht, sagen wir es so. Besseres, gell? Angenehmeres. Boah, ich hab das Game so wenig Pressure gemacht, das macht mir ein bisschen Angst jetzt im Nachhinein. Under pressure. Looking down the street. Ich hab so einen miesen Ohrwurm davon, das ist unfassbar. Und was jetzt? Ja, das ist Queen. Under pressure. Looking down the street. Pressure. Das musst du auch erkennen durch meine musikalischen Künste. Ja, Englisch. Ironie. Under pressure. Das ist ja so klar. Kutsche geht einfach vorbei. Nice, Philipp. Oh. Danke. Philipp, ich brauche Hilfe. Ja, okay. Ah. Der Baumeister, der ist bitter. Einfach am Höhlentroll vorbei, ey. Ich glaub's nicht. Ja, Philipp. Ja. Nice. Fällt mir. Hey, ihr dürft euch nicht helfen. Aber nicht. Ja. Sind doch gar nicht. Guck mal zu. Also die sind von. Ja, okay. Das reicht wohl nicht für mir. Nee. So. Yeah, Leute. Sind von Philipp. Das ist meiner. Okay. Ah, ich muss gucken, der Ole baut auch gerade ziemlich eine ziemliche Armee oben auf. Ja, ich sehe es. Nicht... Ehren-Ole. Lass mal schauen. Kavallerie ist auch ich halt oben ein bisschen Druck machen, ne? Ja. Aber ich hab nur ein bisschen was verloren. Ja, tatsächlich. Kam die Hilfe gut, aber ich hätte auch, glaube ich, es besser spielen können mit dem Kampf. Oder beziehungsweise danach. Du hast einfach zu schnell nachgebaut, sagen wir es mal so. So spielen kann man immer. Gut gesagt, ja. Leichter gesagt als getan. Ein Rohstoffgebäude verloren. Nicht so nice. Werkzeug die Arbeit, Männer. Wir haben viel zu tun. Der Pult ist bereit.
Ach du Scheiße. Was ist los? Ja, die chillen ja immer noch. Okay. Halt. Vielleicht ein bisschen zu optimal, da in die Bogenschützen reinzurennen, aber. Ey, ich hab Speere. Oh, ja. Komm kurz zurück. Rechts, Philipp, okay. Ja. Nach rechts. Oh, die Reiterei. Rein. Ja. Kleinen Hunde. Oh, Junge, war das knapp. Alter. Ich würde voll gern picken, Alter. Picken wäre richtig nice. Ja, das ist richtig. Es ist echt ein ganz gutes Feature, ja. Ich bin gleich fertig. Oh. Nicht nice. Auf ins Getümmel! Wagen ist beladen. Es kann losgehen. Wo ist der Feind? Greift uns da an. Vorsicht, Zwerge. Der Feind. Oh fuck, die sind tot. Soldaten, bereit machen! Gegengewicht einhängen! We will fight until the end. Unsere Truppen werden angegriffen! Soldaten! We are the remnants of honor into the woods. Das ist ein Katapult. Bin dran, Joni. Bin dran. Ja, nice. Bam, Junge. Deswegen sind die auch Waldläufer so geil. Jetzt mal schön einfach schnell mit Speeren ausgerüstet und dann Abfahrt, Alter. Ein Helden, ey. Ich glaub's nicht. Ja, tatsächlich habt ihr mich mit dem Gasthof dann doch irgendwie relativ in Ruhe gelassen, hä? Ja. Deins, ne? Welche Truppe kriegst du eigentlich raus? Die Waldläufer. Deswegen habe ich auch ganz so viel von denen. Ja, stimmt, du bist ja orange. Da ist ja genau der scheiß Vorposten. Ich... So. Nice, das hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Alter. Was denn? Du hast es einfach eingenommen. Das hat mir überhaupt nichts, überhaupt nichts gebracht. Wir saugern. Ich weiß, dass der Feind von uns im Lager ist. Ich wusste, dass er kommt, ey. Genau, so wollen wir das, Philipp. Schnell. Zieh die Speere! Los! Ja! Ah, fuck, ey. Die Zwerge, ich hab die Zwerge immer voll gut im Sinn, aber die sind ja heute die Bösen. Zwerge, die sich mit den Feind verbündet haben hier, ey. Die Feinde, die nichts damit zu tun haben wollen, eigentlich. Die beim Rückzug immer so einen Schritt noch nach vorne müssen.
gefühlt. Und ich krieg hier langsam auch Rechtsdruck. Okay, dann zieh nach rechts. Ich schaff das irgendwie. Oh, fuck. Verarschen. Ja, schon da. Was macht ihr denn? Da sind viel zu viele dort. Meinst du, der weiß, was er macht? Ja, er hat schon gespart, ey. Schon gespart. Ich komm hinten an die Dings nicht dran. An die Katapulte nicht, auch nicht. Das ist eigentlich das ein Katapult, ey. Bei ihm? Ja. Und Balliste. Ja, Balliste. Und Viren hat er auch. Ja. Also ich habe gerade geholt, also ich habe gerade erst gesehen, da muss so. Ah, es ist bei mir langsam vorbei, Philipp. Muss ich da sagen. Ja, fuck it. Ich reite, ey. Viel zu passiv. Wir zwei. Ja, nee, ich. Also, ich hab echt nicht viel gemacht. Was hast du das Game gemacht, Philipp? Hä? Ja, nicht. Was du das Game gemacht hast. Komm. Als ob. Menschen aus Tal, es ist zu weit. Macht eure Speere bereit. Jetzt mit der Ramme auf die Katapulte gehen, Philipp. Okay, da ist noch ein Boromir, der muss sterben. LOL! Die haben beide überlebt! Ich glaube sie. Ich slow ihn. Ach, dann nicht. Ich bin schon weg. Muss ich Grund holen. Oh, der dauert, aber der kostet so viele Dings. Kommandeurspunkte. Ja, 5000 kosten. Kommandeurspunkte, also da bist du ja also. 120 Kommandeurspunkte. Also ich brauch echt viele Kommandeurspunkte. Das Problem ist. Mein 5000 Rohstoffe. Juni, der kommt jetzt, ne? Ja. Gondor ist echt ekelhaft, gell? Ja. Also eine klassische Belagerung ist einfach ekelhaft. Und dann auch mit deinen Waldläufern einfach mehr Schaden machen als sonst was. Gastwurzeinheiten, ne? Ja. Wir haben zwar nicht gesagt, dass wir damit spielen, aber... Ja, ich hab nur gesagt, dass wir es einnehmen, aber mehr auch nicht.
Ja. Ist okay. Alter, fuck. Die machen auch keinen Schaden an denen. Ja. Wahrscheinlich, weil das zu hart wäre für die Fähigkeit. Rechts auch fertig gemacht. Oh ja, das sieht gut aus. Alter, wie hat er denn? Was hat er denn für eine Waldhand-Armee? Voll sind ja, der hat bei dir gechillt. Also. Bei dir gechillt. Ich auf deinem. Und ich hab dann. Genau. Ja, Philipp. Bitte hören, Trock. Was ist los? Ich guck auch immer Joni Stream nebenbei und dann weiß ich, was er macht. Ja. Sonst geht es ja auch gar nicht. Nein, Spaß. Also habe ich zwar offen, aber das schaffe ich gar nicht. Eins hätte er mitnehmen können. Ein Katapult hätte er mitnehmen können. Oh, ne, nicht reinrennen. Oh, das baut ja, der. Das ach, du brauchst das. Ja. Zweifelter Versuch. Boah, Boden mit Rüstung. Ja, Mann, der sieht richtig geil aus. Ich hab grad. Ich hab auch, als er vor Gondor geschrien hat, hab ich auch so einen Halbsteif bekommen. Ups, darf man das sagen? Junge, als ob der noch geschossen hat in seinem letzten. Oh, Joni, meine Festung ist gleich tot. Oh. Ja, meine ist schon tot. Rotze, ja, als der Joni da hinten in die Ecke gekrochen, ey. Schon gewundert, was da dieser Farbfleck da hinten ist. Welcher? Das sind ja, die. So. So hat der das gemacht. Hm? Ja. Junge, jetzt werden hier Einheiten gespawnt wie. Sonst warst du. Außerdem ist das so viele Schwertträger da. Oh, ich hab grad. Er hat irgendwas gebaut. Das ist. Können wir es noch drehen, Philipp? Bin dran, hab noch zwei Minen. Jawoll. Ich hab den Community Buff auf meiner Seite, Alter. Boah, ich liebe halt einfach Gondor Armeen auch im Late Game. Die sehen auch einfach so geil aus mit Rüstung und so. Ja. Ah, viel zu dumm, dass. Ja, könnt ihr jetzt schon noch gewinnen. Mit überlassen haben. Hä? Könnt ihr jetzt schon noch gewinnen, oder? Eigentlich schon. Ich hab eigentlich nur eine Armee in den Tunneln drin. Die hol ich gleich raus. Und dann spawnst du die Mine so bei meiner Feste. Genau. Mit der 15er Fähigkeit, dann hast du eigentlich verloren, ja. Oh, Alter, Junge, wo kommt der denn her? Ich hab nicht viele Einheiten gehabt. Nee, Strukturen. Nö. Bin ich auch gar nicht. Junge, ich Rohstoffe. Was war am Ende, okay. Geht's auch mal weiter. Gucken. Hatte denn so sehr gut gemacht, ja. Ole. Hier, High Five. Puh. Ja, tatsächlich war im Midgame der Gasthof der entscheidende Vorteil mit den Waldläufern. Und da sieht man mal, dass Flexibilität wiederum ein sehr entscheidender Faktor sein kann, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch hier beim Spielen, weil immer wenn der Philipp von der Seite kam mit einem Streitwagen, was übrigens eine sehr gute Idee war im Fight. Weil die meisten, wenn die Backline ist meistens ja dann quasi ungeschützt und die Frontline war gegen die Mordor-Orks am Kämpfen. Das ist normal dann auch, dass zum Beispiel in Mittelerde dann noch so ein Zwergenstreitwagen von der Seite kommt, aber der konnte ich aber schnell auf die Speere wechseln und konnte ihn noch ganz schnell töten. Das bedarf halt auch hohe Micromanagement, dass man das stimmt, ja. Dementsprechend es handelt. Aber deswegen, das ja, hier das ist halt schön angenehm bei denen, ja. Und die sind nochmal 100 Gold oder Ressourcen billiger als die gleiche Einheit von den Imladris. Da kosten die 500 und hier haben die 400 gekostet. Also 400 ist immer noch viel, muss man auch sagen. Ja. Aber dafür sind die auch gut. Und der Ole hat auch relativ früh einen Helden gebaut, sehe ich. Vom Ole habe ich halt kaum was mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich habe einfach nur die ganze Zeit Druck gemacht
Aber einfach gehofft, dass er überlebt. Hab immer mal so auf die Minimap gelunzt. Und hab dann gesehen, dass er eigentlich irgendwie mehr Platz hatte als der Philipp so ein bisschen. Zwischenzeitlich. Aber auch weil der Philipp dann natürlich dem Joni geholfen hat. Aber ja. Ich muss sagen, das ist einfach nicht unfair, aber meine Orks am Anfang hatten halt keine Stiche gegen den Thunderbolt und Clansmänner. Ja, am Anfang, ja. Dafür sind die aber auch billiger, deine Orks. Das ist noch, ja. Man darf nie, also natürlich am Anfang schickt man die ja schon alleine los. Ansonsten muss man die halt, das ist bei Mordor ein anderer Spielstil, du musst die halt einfach als Kanonenfutter verwenden. Gruppe. Ja. Ja, und halt immer mit Bogenschützen, aber selbst die Bogenschützen sind auch nicht gut, also. Aber es war mir bewusst, dass als wir dieses 1v1 hatten, dass ich das gewinne. Mit meinen Lammeldern und Männern. Naja, war ein ganz schönes Game. Wieder. Aber nur, weil ich gewonnen habe.